Letzte Woche wurden ja bekanntlich fast alle Batteriespeichersysteme von Senec fernabgeschalten. Und falls du wissen willst, wie es dort weitergeht, beziehungsweise was der aktuelle Stand ist, vielleicht bist du auch selbst betroffen, dann bleib dran, denn darum soll es im Folgenden gehen. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Einmal mehr soll es also um die Batteriespeichersysteme von Senec gehen. Einen solchen habe ich auch hier hinter mir stehen. Und diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben sollten, es ist so, dass der Hersteller dieses Speichers diesen und auch andere Speicher, andere Produkte fernabgeschaltet hat, vor circa einer Woche, am 9. März nämlich. Und seither ist jetzt, was die Funktionalität dieser Kiste, dieses Batteriespeichers angeht, nicht viel passiert. Er lässt sich immer noch nicht nutzen. Er ist nach wie vor fernabgeschaltet. Im Display erscheint eben hier so eine Anzeige: Fernabschaltung, System ausgeschaltet. Und das ist eben seit etwa einer Woche der Fall. Ursprünglich in der ursprünglichen Kommunikation, die wirklich nachweislich sehr schlecht war des Herstellers, hieß es eben, dass hier ein paar Tage dieser Zustand andauern soll. Mittlerweile ist also eine Woche vergangen und es hat sich zumindest hier aus Sicht eines Besitzers nichts getan, denn der Batteriespeicher funktioniert noch immer nicht. Der Hersteller hat aber an der einen oder anderen Stelle nachgebessert, nachgeliefert, und das wollen wir uns hier jetzt eben gemeinsam ansehen. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Batterietypen und den Produkten, die betroffen sind. Und zwar, die schauen letztendlich alle sehr ähnlich aus. Das sind so Formfaktor Waschmaschine, mehr oder weniger ein bisschen schmaler, aber das kommt so ganz gut hin. Also diese Geräte stehen eben typischerweise im Keller und haben diese markante Form mit diesen Seitenteilen, die man entfernen kann. Und das ist ja auch das Gerät, das man auf den Bildern in meinem letzten Video zum Beispiel sehen konnte, wo man ein solches Gerät geöffnet, aber abgebrannt in einem Wasserbad hat stehen sehen können. Und darauf kann man eben Rückschlüsse daraus ziehen, dass es auch um diese Art von Speicher geht. Der Hersteller hat eine Reihe weiterer Produkte, die auch betroffen sind tatsächlich. Es gibt hier so eine Art Typenschild, das eben beiliegt. In unserem Fall wurde das hier mit draufgeklebt durch den Installateur gleich vorne. Da kann man eben ablesen, mit welchem Typ man es zu tun hat. Wir haben hier einen Senec Home V2.1 mit 10 Kilowattstunden Kapazität. Es gibt eben auch eine Version 3 irgendwie als Hybrid System, wo dann der Wechselrichter bzw. eben die Batterien miteinander gekoppelt sind und der Wechselrichter eben integriert ist in das System und somit man sich eine Komponente spart. Bei uns ist das nämlich so, dass wir einen zusätzlichen Wechselrichter hier an der Wand haben, der im Prinzip auch völlig unabhängig vom Batteriespeicher agiert. Das ist jetzt tatsächlich auch unser Glück bzw. in dem Fall eben der Vorteil, denn der Wechselrichter, die Produktion von Strom, funktioniert nach wie vor ungestört. Das war jetzt eben sehr sonnig gewesen in der letzten Woche. Wir haben hier viel Strom erzeugt. Natürlich mit dem Nachteil oder mit der Limitierung halt einfach, dass man diesen Strom ja zu dieser sonnigen Zeit gar nicht ganz verbrauchen kann. Da kommt halt sehr viel Leistung vom Dach, die man dann letztendlich komplett ins Netz schiebt. Der Batteriespeicher übernimmt ja seine Aufgabe aktuell nicht. Das heißt, man schiebt hier eben in unserem Fall bis zu 30, 35 Kilowattstunden am Tag in das Netz. Verbraucht natürlich ein paar Kilowattstunden in dieser Zeit, aber einen wesentlichen Teil seines Strombedarfs muss man dann in den Abend- und Nachtstunden zurückkaufen. Und so kommt man zumindest finanziell jetzt in unserem Fall tatsächlich mehr oder weniger auf Null. Zum einen speisen wir eben diese, sagen wir mal, 30 Kilowattstunden für 6 Cent ein, müssen uns dann aber abends dafür 6 bis 10 Kilowattstunden wieder zurückkaufen für ungefähr 30 Cent. Also das ist so ein Nullsummenspiel aktuell, wenn die Sonne scheint. Jetzt kommen auch wieder ein paar Tage, an denen das wohl nicht ganz so sonnig sein wird wie in der letzten Woche, und dann zahlt man da tatsächlich drauf. Aber wir haben tatsächlich das Glück, dass das System oder der Wechselrichter überhaupt noch weiterhin funktioniert. Denn bei den Version 3, also bei den Hybridwechselrichtern, wo eben auch der Wechselrichter hier integriert ist in das System, soll es wohl auch Probleme geben, dass auch der Wechselrichter selbst, die Stromproduktion, auch nicht mehr funktioniert. Der Hersteller auf seiner Webseite berichtet zwar davon oder spricht davon, dass das weiterhin funktionieren soll, aber es gibt eben diverse Berichte von Benutzern, die dann behaupten oder halt aussagen, dass das nicht der Fall ist, dass es hier zu Problemen kommt. Man kann nicht so ganz ausschließen oder nicht so ganz sagen, woran das liegt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass jemand versucht hat, das System neu zu starten. Auch davon wird wohl abgeraten, denn dieses System kommt nicht mehr in einen richtigen Modus oder nicht mehr in den funktionierenden Modus, sobald es einmal abgeschaltet worden ist durch diese Fernabschaltung. Insofern sollte man aktuell wohl, oder das ist auch der Hinweis des Herstellers, so wenig wie möglich daran herumfummeln, nichts abschalten, nichts neu starten, nichts ausschalten. Und dementsprechend gibt es aber durchaus Systeme, die
trotz oder obwohl eigentlich nur der Speicher betroffen ist, eben auch kein Strom mehr am Wechselrichter generieren. Und insofern gibt es Leute, die dann nochmal deutlich mehr davon betroffen sind. Es gibt auch Berichte davon, dass sich das Verhalten des Wechselrichters irgendwie verändert hätte, dass es da an einem der drei MPP-Tracker, die es wohl so gibt, dass da weniger Leistung irgendwie produziert wird. Auch da nicht so ganz klar, womit das zusammenhängt, ob das irgendwie eine Sache ist, die also mit dieser Fernabschaltung zusammenhängt oder vielleicht auch einfach nur mit dem letzten Firmware-Update oder komplett unabhängig davon. Also das lässt sich nicht so richtig einordnen, dazu hat der Hersteller auch nichts gesagt. Insofern, man tappt da teilweise zumindest im Dunkeln. Am einfachsten ist es natürlich, wenn das so in unserem Fall ist, dass das ein reines Batteriespeichersystem ist. In dem Fall weiß man, woran man ist. Das Ding funktioniert nicht, aber dafür funktioniert halt der Wechselrichter ganz normal. Zumindest in den tagsüber, wenn die Sonne scheint. So, und damit zum zweiten Punkt, auf den ich eingehen möchte. Das ist die Kommunikation von Informationen seitens des Herstellers. Und das ist ja wirklich, und das kann man dem Hersteller auch ruhig dann mal direkt mitteilen bzw. eben kritisieren, das ist wirklich sehr schlecht gelaufen, sehr schlecht angelaufen. Es gab hier wohl irgendwie eine E-Mail, die dann nicht jeden erreicht hat. Die E-Mail kam wohl auch erst stundenlang nachdem dieser Speicher schon abgeschaltet worden ist. Die allermeisten haben das, glaube ich, ganz unabhängig davon auch festgestellt, indem sie einfach das System beobachtet haben und gesehen haben, dass hier irgendwas nicht passt und halt auch mal vor Ort hier auf diese Anzeige geschaut haben. Insofern ist hier wirklich gerade der Anfang sehr schlecht gelaufen, das muss man einfach so sagen. Der Hersteller ist aber, glaube ich, und das ist zumindest meine Beobachtung, durchaus bemüht, hier für mehr Transparenz oder für eine bessere Informationslage zu sorgen, denn er hat in der Zwischenzeit an verschiedensten Stellen nachgebessert. Zum einen wurde die App abgedatet, also es gibt eine neue Version dieser App, die kann man dann in meinem Fall bei Android über den Play Store beziehen. Und in dieser neuen Version der App gibt es jetzt einen Button, da steht dann auch ganz klar, der Speicher ist im Standby-Modus. Und wenn man auf diesen Button drückt, kriegt man halt dieselbe PR-Nachricht wie auch schon zuvor. Das heißt, man kriegt zumindest bei Benutzung der App, hat man schon mal einen Hinweis darauf, dass da irgendetwas nicht normal funktioniert. Ich habe nämlich tatsächlich auch Screenshots bekommen, beziehungsweise Zuschriften gesehen, wo Leute der Meinung waren, dass das System weiterhin läuft, weil ja die App noch funktioniert. Und auch in der App sieht man Energieflüsse von Wechselrichter ins Netz oder ins Haus, in den Hausstrom zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich so, dass vor diesem Update, falls es bei euch noch nicht angekommen sein sollte, funktioniert die App auch ganz normal weiterhin, aber es fließt halt kein Strom in oder aus dem Speicher. Das heißt, da dürften dann eben Nullwerte stehen. Und wenn man das jetzt nicht zu interpretieren weiß oder nicht weiß, worauf man achten muss, dann kann das irreführend sein. Dem wurde jetzt eben entgegengewirkt mit diesem Update. Ich gehe mal davon aus, auf iOS zum Beispiel dürfte das ganz ähnlich sein. Aber das zeigt eben auch, dass der Hersteller hier nicht großartig im Vorfeld geplant hat, beziehungsweise einfach diesen Mechanismus nicht hatte, hier irgendwelche Benachrichtigungen in kurzer Zeit auszurollen über diese App. Also diesen Mechanismus gab es halt gar nicht. Da musste jetzt erst mit einem App-Update nachgebessert werden. Mal sehen, ob das dann mit einem weiteren App-Update irgendwann wieder entfernt wird. Also das ist hier alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Auch auf der Webseite des Herstellers wird ziemlich viel mit der heißen Nadel gerade herumgestrickt, ist mein Eindruck. Man hat zumindest auf der Startseite, auf der Hauptseite, sage ich jetzt einfach mal, da findet man, soweit ich weiß, keinen Link oder keinen Verweis auf irgendwelche besonderen oder dedizierten Informationsseiten. Das heißt, man hätte, wenn man jetzt diese Seite besucht, den Eindruck, alles ist in Ordnung und es gibt kein Problem. Man findet aber in Foren, beziehungsweise wenn man danach googelt oder vielleicht auch, ich weiß nicht, wie er das verbreitet hat, der Hersteller. Es gibt tatsächlich mittlerweile, und das ist wohl erst wenige Tage alt, eine Informationsseite mit eben diesen Frequently Asked Questions, so wie man sich das eben vorstellt, wer ist betroffen, was ist betroffen und so weiter und so fort. Also es gibt eine solche Seite mittlerweile und es gibt auch ein Kulanzprogramm, wie der Hersteller das nennt. Beides verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Das heißt zum einen die Seite, aus der eben hervorgeht, was hier der aktuelle Stand ist. Es wird dort auch versprochen, dass weiterhin neue Updates dort eben eingestellt werden. Und zum anderen, der zweite Link wird dann sein, eben der Link zu diesem Kulanzprogramm. Aus welchem Grund auch immer, muss man sich da auch nochmal dediziert anmelden. Man kann da eben seinen Namen, Anschrift und sonst was eintragen und bekommt dann eine Bestätigung, zumindest im Browser, dass hier das angekommen ist und dass man sich dort angemeldet hätte. Interessanterweise wird dort ausgeschlossen, dass man eine E-Mail bekommt, also eine Bestätigungs-E-Mail gibt es wohl auch nicht. Auch das ist für mich so ein Hinweis, das ist hier mit der heißen Nadel gestrickt. Man hat halt schnell irgendein Formular gebaut, ohne sich jetzt groß Gedanken über diese E-Mail-Loop zu machen. Und überhaupt ist nicht so ganz klar, warum man sich da
nochmal anmelden muss, ob das so ein bisschen psychologische Kriegsführung ist, um eben den Leuten das Gefühl zu geben, man hat etwas gemacht. Streng genommen müsste eigentlich der Hersteller über diese Cloud-Verpflichtung und Zwang und über dieses ganze E-Mail-Adresse, der müsste diese ganzen Daten eigentlich schon in irgendeiner Form haben oder könnte über den Installateur diese Daten kommen. Keine Ahnung, wie und ob die dann ausgewertet werden, was sich dahinter verbirgt. Und das vielleicht habe ich an der Stelle noch gar nicht erwähnt, ist einfach, dass der Hersteller hier verspricht, pro angefangene Woche, die dieser Zustand andauert, 25 Euro zu bezahlen. Auch hier sind, oder ich kann daraus mehrere Dinge ableiten. Zum einen, dass jetzt der Hersteller selbst davon ausgeht, dass es eben mit ein paar Tagen nicht getan ist, sondern dass man hier von einigen Wochen ausgeht, weil es eben in dieser Ankündigung, in dieser Beschreibung heißt, dass man diese 25 Euro pro angefangene Woche eben bekommt. Also das wäre zumindest für mich so ein Indiz dafür, dass auch der Hersteller nicht weiß, wie lange es genau dauert, aber dass er eben auch davon ausgeht, dass es mehrere Wochen dauern könnte. Und auch das ist eben in Anbetracht der Tatsache, dass hier Gutachter und auch andere Leute involviert sind, da ist durchaus realistisch, sage ich mal, oder denke ich mal, dass das eben auch mehrere Wochen dauern kann. Und zum anderen sieht man aber auch, dass der Hersteller eben bemüht ist zur Schadensbegrenzung. Ich weiß nicht, wie er auf diese 25 Euro kommt und welche Rechnung da zugrunde liegt. Das kann am Ende natürlich jeder so ein Stück weit für sich berechnen oder auch nicht. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, hier irgendwie herauszurechnen, was jetzt der entstandene Schaden ist. Klar, man kann irgendwie mal sich angucken, wie viel Strom hat man produziert und wie viel davon hätte man speichern können. Wobei der Speicher natürlich auch nur 10 Kilowattstunden hat in unserem Fall. Also der kann ohnehin nicht alles speichern an einem sonnigen Tag. Man weiß dann natürlich nicht, wie das Lastverhalten wäre. Und selbst wenn man diese Daten hat, dann müsste man ja streng genommen auch noch irgendwie die Laufzeit und die Investitionskosten dem gegenüberstellen und eben vielleicht gesonderte Garantiebedingungen. Es gibt hier so eine Garantieverlängerungsoption zum Beispiel, die auch nicht ganz günstig ist. Also es ist nicht so ganz klar, wie man da diesen Preis zu bestimmen hat. Man kann natürlich einige Annahmen treffen. Man kann das zugunsten des Herstellers eben herausrechnen oder zu seinen Ungunsten. Letztendlich ist man aber mit diesen 25 Euro pro Woche, glaube ich, jetzt in unserem Fall zumindest ganz gut bedient. Das ist irgendwie so ein Pauschalbeitrag, auch das ist vielleicht nicht ganz fair, weil es natürlich auch Leute gibt, die deutlich größere Anlagen haben dürften. Es ist auch nicht klar, was passiert, wenn man mehrere dieser Speicher hat. Die kann man auch parallel zueinander in mehrfacher Ausführung betreiben. Auch da gibt es eben Leute, die das tun. Auch da ist nicht so ganz klar, ob es dann diese 25 Euro einmalig gibt oder eben für jeden solchen Speicher. Auch das, wie gesagt, etwas unklar. Und insofern, ja, man kann sich da mal anmelden, man hat etwas getan, das ist so ein bisschen fürs gute Gewissen, für die Beruhigung ist mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird, da wird bestimmt auch noch, wenn das dann aufgearbeitet wird, jemand auf jemanden zukommen, beziehungsweise vielleicht muss man sich später nochmal woanders eintragen. Letztendlich wird man sehen, worauf das hinausläuft. Das läuft sowieso alles unter dem Stichwort Kulanz, ist wahrscheinlich auch ganz unabhängig davon, von den rechtlichen, juristischen Ansprüchen, die man vielleicht hier hätte und geltend machen kann. Aktuell gibt es hier halt einfach noch nicht die Klarheit, wie lange das noch andauern wird und was letztendlich hier auch passiert, wenn es jetzt dabei bleibt, dass das System mal 2, 3, 4 Wochen nicht funktioniert, dann kann man das wahrscheinlich verkraften. Das ist zwar ärgerlich und da wird es auch viele Leute geben, die eben den entsprechenden Unmut da im Internet kundtun, aber dann wäre das im Großen und Ganzen noch nicht ganz so schlimm. Wenn man jetzt natürlich feststellt, diese Dinge sind Elektroschrott, muss man vielleicht auf eigene Kosten entsorgen, weil jetzt der Hersteller eben insolvent ist, dann wäre das natürlich super ärgerlich, dann wird auch irgendwie, da hört dann der Spaß natürlich auf. Man muss rechnen, dass jetzt so ein System mit 10 Kilowattstunden Größenordnung 10.000 Euro kostet, 5.000 bis 10.000 Euro, reine Batteriespeicher, das dürfte dann eben multipliziert mit diesen 100.000 Exemplaren, die da vielleicht betroffen sein könnten, kommen da schon Summen heraus, wo einem schwindelig wird und wo man eben davon ausgehen muss, dass der Hersteller sich das nicht leisten kann. Auch ist fragwürdig, diese 25 Euro, auch die addieren sich ja zusammen, wenn wir jetzt mal von 4 Wochen ausgehen, 100 Euro, mal eben zum Beispiel diese 100.000, auch das sind natürlich Summen, die irgendwie abgedeckt werden müssten. Da ist natürlich die Hoffnung, dass es da Versicherungen gibt und dass der Hersteller das irgendwie noch stemmen kann. Da steckt ja auch die EnBW dahinter und das ist jetzt keine ganz kleine Klitsche, die eben sofort pleite ist bei solchen Vorfällen. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, Senec ist hier an der Stelle eben doch einer von den günstigeren Anbietern und man weiß nicht so ganz genau, wie viele Rückstellungen die bilden pro verkaufte Einheit zum Beispiel, um solche Fälle abzudecken. Also das ist schon mit sehr vielen Fragezeichen zu versehen, wie es hier weitergeht und ob der Hersteller, wie er da finanziell herauskommt und wegkommt.
Insgesamt kann man aktuell leider nur abwarten und eben dieses Angebot mit diesen 25 Euro mal mental entgegennehmen und eben damit rechnen, dass man hier jetzt ungefähr 25 Euro pro angefangener Woche bekommt. Und das ist, wie gesagt, wenn ihr das mal für euch selbst ausrechnet, bei solchen typischen Einfamilienhausanlagen ist das, glaube ich, schon ganz fair gerechnet, wenn man auch davon ausgeht, dass ja nicht jeden Tag hier volle Sonne ist, sondern es auch mal bewölkte und regnerische Tage gibt. Und so ist das so im Durchschnitt, denke ich mal, schon ein ganz faires Angebot. So viel also zur aktuellen Informationslage seitens des Herstellers, beziehungsweise eben zur aktuellen Lage. Das heißt, der Speicher ist immer noch abgeschaltet. Es gibt jetzt wenigstens mal etwas mehr Informationen, beziehungsweise eben diese Informationsseite des Herstellers. Es gibt dieses Formular, in das man sich eintragen kann. Und das ist es aber auch schon gewesen. Das heißt, man muss hier aus meiner Sicht zumindest weiterhin abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Benutzen jedenfalls kann man diesen Speicher nicht. Unabhängig davon gab es aber auch nochmal die ein oder andere Frage, Anregung und Kritik in den Kommentaren meines letzten Videos, beziehungsweise da zeichnet sich auch so ein gewisses Bild in Foren und anderen Videos ab. Also das sind ja immer dieselben Punkte, die dort diskutiert werden und auch auf die wollte ich nochmal eingehen. Das können wir jetzt im Folgenden dann tun. Eine ganz häufige Frage, die man eben liest und die auch mich ganz oft erreicht hat, war die Frage nach der Batterietechnologie, nach der verwendeten. Das können wir uns hier auf dem Typenschild einfach mal anschauen. Das kann man hier jetzt unter Batterietechnologie eben ablesen. Dort steht Lithium, Nickel, Kobalt, Aluminium, Oxid. Das ist also die verwendete Batteriechemie hier in diesem Batteriespeicher. Überhaupt ist es einfach so, dass es bei diesen Batteriespeichern im Heimbereich eigentlich alles auf Lithium hinausläuft. Das heißt, man hat hier einfach es mit Lithiumchemien zu tun. Bleiakkus gibt es zwar vereinzelt auch noch, war auch vor vielleicht 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich irgendwie von den Kosten her und überhaupt von der Machbarkeit her vielleicht besser oder halt, dass was verwendet wurde. Mittlerweile geht aber eigentlich alles zu Lithium hin, wobei es eben bei Lithium nicht ganz so einfach ist. Lithium ist nicht gleich Lithium, sondern es gibt dort eben eine Reihe von verschiedenen Chemien. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich bin kein Batterieexperte, insofern kann ich das auch nur so wiedergeben, wie ich mir das eben angelesen habe und mit dem bisschen Halbwissen, das ich eben dazu habe. Bei Lithium, bei den meisten Lithiumchemien ist es einfach so, dass man das Problem hat, dass es hier eine inhärente Brandgefahr gibt. Also die Chemien können unter den falschen Umständen, mit den falschen Parametern betrieben werden, kann es da zu einem Brand kommen. Und dann lässt sich das eben auch ganz schlecht und schwer löschen. Dieser Verpuffungsaspekt, von dem der Hersteller hier spricht, was ja letztendlich jetzt in Laientermen ausgedrückt eben auch einer Explosion gleichkommt, das ist mir auch persönlich nach wie vor unklar, wie es dazu kommen kann, also was hier passieren muss, damit dieses Ding explodiert. Ich bin davon ausgegangen, auch aus dem Modellbau mit diesen Lipos, die man hat und so weiter, dass eben es zu Bränden kommt. Das sind dann so ein bisschen, so kann man sich vorstellen, wie so eine Stichflamme, die ist schon regional eben sehr heiß und hat alle möglichen lustigen Farben. Und das ist durchaus gefährlich, lässt sich eben sehr schlecht in den Griff kriegen und löschen. Mir ist aber neu, dass diese Dinge explodieren können. Also ich kenne das noch, dass die sich so ein bisschen aufblähen und wirklich enorm heiß werden an einer Stelle, auch wenn man da irgendwelche Nägel oder Metalldinge durchschlägt. Aber dass die Dinger explodieren können, habe ich und sehe ich zum ersten Mal, kenne ich auch nicht zum Beispiel von Autobränden mit den E-Autos und so weiter, habe ich das bisher noch nicht so beobachtet. Wie gesagt, ich bin da aber auch jetzt hier nur ein Laie, der vielleicht interessiert ist, aber eben keine Autorität auf diesem Gebiet. Insofern muss ich da auch das zur Kenntnis nehmen, was andere darüber schreiben und werde eben auch mal abwarten, ob es dann nachher noch eine vielleicht fundierte Erklärung geben wird. Unabhängig davon gibt es aber eben bei diesen Lithium-Batterien, wie gesagt, eine Reihe von verschiedenen Chemien und es gibt eben insbesondere eine Chemie, die eben mit Lithium-Eisenphosphat bezeichnet wird. Das ist dann dieser Live-PO4-Akku oder damit wird das eben chemisch dann, oder das sind die chemischen Symbole, die das dann eben beschreiben. Und da wurde auch ganz oft darauf hingewiesen, ja, mit diesem Lithium-Eisenphosphat wäre das jetzt nicht passiert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was die Leute mir damit sagen wollen oder auch den anderen. Das ist natürlich richtig, Lithium-Eisenphosphat ist an sich erst einmal von der Chemie her eben nicht so inhärent gefährlich. Das kann eben sich nicht so entzünden in dieser Form und dementsprechend wäre das natürlich ein guter Kandidat, den man hier für so einen Batteriespeicher benutzen möchte. Und es ist aber eben so, dass Scenic und auch die allermeisten anderen Hersteller, die eben massenhaft Batteriespeicher verkaufen, eben nicht auf Lithium-Eisenphosphat setzen. Das heißt, ich bin mir auch da nicht sicher, warum das so ist. Wahrscheinlich hat das einfach Verfügbarkeits-, Kosten-, Gewichts- und sonstige Gründe. Also es gibt eben bei diesen verschiedenen Chemien immer so eine Reihe von Abwägungen, die man machen muss. Am Ende natürlich auch den Preis irgendwo. Und aktuell zumindest ist das sowieso, dass Lithium-Eisenphosphat
für die allermeisten Hersteller, jetzt nicht nur Senex, sondern auch andere, eben nicht in Frage kommt für diese skalierten Massenprodukte. Und insofern bin ich mir nicht sicher, was ich mit dieser Aussage anfangen soll, dass das mit Lithium-Eisenphosphat nicht passiert wäre. Faktisch natürlich erst einmal richtig. Allerdings besetze ich ja, oder man kauft ja solche Produkte hier von teilweise eben oder von hoffentlich auch namhaften Herstellern in der Hoffnung, dass die eben ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass die hier eine entsprechende Ladetechnologie haben, Überwachung mit Temperatur, mit Lüftern und so weiter, um eben sicherzustellen, dass diese Zellen nicht zu brennen beginnen. Das schaffen ja die allermeisten anderen Hersteller eben auch. Da hört man eigentlich keine Probleme und solche Fernabschaltungen sind mir eben auch neu, dass es da serienmäßig Probleme gibt. Insofern ist halt hier jetzt echt etwas blöd gelaufen und das ist halt das Risiko, wenn man vielleicht an der falschen Stelle spart oder wenn man irgendetwas übersieht oder was auch immer jetzt die Ursache hier ist. Aber letztendlich bringt mir als Besitzer einer solchen Anlage, und ich bin ja wahrscheinlich schon einer, der technisch hier so ein bisschen weiß, was dahinter steckt, das bringt mir ja nichts zu sagen, zu behaupten, dass das mit einer anderen Batterietechnologie nicht passiert wäre. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich jetzt hier ein Autohersteller A habe, das hat jetzt eine Rückrufaktion und dann kommen da Kommentare, dass das bei einem Hersteller B nicht passiert wäre. Das mag vielleicht sein, das hilft aber den Besitzern von Hersteller A, von des Autos von Hersteller A eben auch nichts. Insofern ein bisschen fragwürdig, was man damit erreichen will. Ich habe so ein bisschen den Eindruck manchmal, dass da auch so Besserwisserisches und Schadenfreude dabei ist, also dass sich die Leute eben freuen, die haben irgendwo aufgeschnappt, es gibt eine andere Chemie und dann ist man eben, reibt man das den Leuten unter die Nase, bringt wie gesagt nichts. Letztendlich ist das in der Softwarewelt, würde man sagen, ein Implementierungsdetail des Herstellers. Man wird auch nicht allzu viel Informationen darüber finden, ob und welche Chemie hier verwendet wird. Also gerade wenn man bei Senec auf der Webseite liest, ich habe das so gar nicht bewusst wahrgenommen, dass damit irgendwo geworben oder auch nicht wird. Also man findet das dann halt nachher auf diesem Typenschild. Es ist wohl auch so, dass es hier, und das, auch das ist nicht unüblich bei solchen Batterien, das sind ja einzelne Batteriepakete, die bestehen eben aus vielen einzelnen Zellen. Und diese Zellen, da gibt es dann auf dem Weltmarkt eben nur eine Reihe von Herstellern und die werden teilweise eben auch gewechselt, auch innerhalb des Produkts. Das heißt, es gibt, glaube ich, so habe ich gelesen, auch hier bei diesem Hersteller, bei diesem Produkt gibt es einfach verschiedene Batteriepakete von verschiedenen Herstellern und es ist halt einfach die Hausaufgabe oder die Aufgabe des Herstellers dann sicherzustellen, dass das natürlich dann mit den verschiedenen Batteriemodulen eben richtig funktioniert, dass erkannt wird, mit welchem Modul hat man es zu tun und dass man dann eben die Parameter, Ladeströme und Temperaturen, die da einzuhalten sind, dass man die eben einhält. Das ist wie gesagt nicht dem Eigentümer, dem Besitzer irgendwie vorzuwerfen oder dem vorzuhalten, sondern das ist einfach die gottverdammte Aufgabe des Herstellers. Dafür bezahlt man den. Man bezahlt ja hier wirklich auch massiv Geld. Da sind auch große Margen dahinter. Und das ist einfach dann die Ingenieurskunst des Herstellers, sicherzustellen, dass hier eben nichts abbrennt und nichts explodiert. Ein anderer Punkt, und auch der geht irgendwie völlig an der Diskussion oder an der Aufklärung zur aktuellen Lage vorbei und führt zu absurden Diskussionen, hat mich aber auch mehrfach erreicht unter meinem letzten Video, sind die Leute, die eben solche Speicher sich selbst gebaut haben. Also das, auch hier ist eben technisch gar nicht mal so aufwendig, einen solchen Speicher sich selbst zu bauen. Man kann eben die Batteriemodule entweder irgendwie gebraucht aus anderen Geräten, Fahrrädern oder sonst wo sich zusammenklauben oder eben tatsächlich auch ganz dediziert kaufen, meistens irgendwo aus China. Die werden dann eben hergeschifft und importiert und so weiter. Letztendlich sind da dann auch sehr ähnliche Zellen stecken dahinter, dieselbe Zellchemie zum Teil eben auch. Und letztendlich ist es dann eben nicht schwer, die zusammenzuschalten mit einem Balancer, mit der Leistungselektronik, um die Energie eben auch abzugeben bzw. aufnehmen zu können. Da gibt es schöne und interessante Projekte und das ist tatsächlich, wenn man technisch interessiert ist, eben ein nettes Projekt. Das kann man schon mal machen. Darauf will ich gar nicht hinaus, das will ich gar nicht kritisieren. Aber wenn man natürlich jetzt irgendwie behauptet, mit einem Selbstbau wäre das nicht passiert oder dass man bei einem Selbstbau eben nicht diesen Internet, diese Überwachung hätte, dann weiß ich nicht so ganz, was mir das bringen soll. Auch hier, es gibt 100.000 Besitzer dieser Systeme und insofern bringt es nichts zu sagen, dass vereinzelte Leute hier irgendwie sich was zusammengebaut haben und dass mit diesen Systemen vielleicht nicht zu diesem Problem gekommen wäre. Ich persönlich glaube jedenfalls, dass es deutlich besser ist, wenn man das hier von Profis machen lässt, zumindest in der breiten Masse. Das heißt, ich glaube, es ist für das Versicherungswesen in Deutschland besser, wenn eben 100.000 Systeme von diesem hier verkauft werden oder eben natürlich auch von anderen Herstellern und nicht, wenn jetzt 100.000 Leute anfangen, im Keller mit, weiß ich nicht, gebrauchten Batterie- oder Fahrradakkus sich da irgendwas zusammenzulöten und zusammenzustellen.
Da wird es sicherlich dann bei der Masse, bei der Skalierung deutlich mehr Probleme und Fehler geben. Es gibt natürlich Leute, die wissen, was sie machen und die dann auch die entsprechenden Gefahrenpotenziale kennen. Überhaupt gibt es Leute, wie auch hier auf YouTube, die dann sich genau diese Gerätschaften eben irgendwo gar nicht ins Haus stellen, weil sie wissen, dass das gefährlich ist. Die haben dann einfach irgendwo im Außenbereich noch tatsächlich irgendwelche Blechcontainer sich aufgestellt. Alles super, alles interessant. Ich finde es ja technisch auch toll. Aber das ist natürlich keine Lösung, um das hier jetzt bei Oma und Opa irgendwie in den Keller oder in den Vorgarten zu stellen, sondern da hat man es dann lieber mit solchen fertigen Produkten zu tun. Da hat dann letztendlich gibt es dann Konformitätserklärungen und andere Dinge, eben Produktnormen, die dann beschreiben oder hoffentlich halbwegs sicherstellen, dass das sicher ist. Und überhaupt frage ich mich ja auch so ein bisschen, was man macht, wenn man so einen selbstgebauten Speicher hat und es kommt dann zu einem Brand. Wenn man dann nämlich der Versicherung erklärt, man hätte hier jetzt gebrauchte Akkus aus China mit irgendwelchen Balancern aus China und so zusammengebaut, man ist vielleicht selbst teilweise gar nicht Elektriker und das Haus ist abgebrannt, keine Ahnung, was die dann machen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man sagen kann, hier, ich habe einen Speicher von Senec, hier ist irgendwie die Konformitätserklärung eingebaut durch Fachbetrieb XYZ. Da ist man vermutlich, zumindest was die Regulierung des Schadens angeht, wenn man mal davon ausgeht, dass es in beiden Fällen zu Schäden kommen kann, dürfte deutlich einfacher sein, in zweiterem Fall mit dem eben fertigen Produkt und nicht mit irgendwie einem selbstgebastelten Brandsatz letztendlich. Also das ist, da geht einfach eine Gefahr aus und diese Versicherungsproblematik, die sehe ich da schon und letztendlich kann man da vielleicht nur vorbeugen, wenn man das eben, wie gesagt, außerhalb des Hauses irgendwie betreibt und selbst da hat man eben ganz schnell, streng genommen, Probleme mit genau diesen Konformitätserklärungen, mit dem Anschluss ans Netz und so weiter. Klar, das machen einfach viele, Richter, da kein Henker oder wie das so schön heißt, aber letztendlich ist auch das alles nicht so ganz legal, beziehungsweise ist halt am Rande der Legalität, man verstößt da gegen Niederspannungsanschlussverordnungen und so weiter, wenn man das einfach mal anschließt und das kann eben im blödsten Falle eben schon auch zu Problemen führen und dementsprechend ist das einfach nichts, was man hier als Laie tun sollte oder tun darf zumindest mal und dementsprechend ist das nichts, was hier 100.000-fach in Deutschland eingebaut werden wird. So, und das soll es an dieser Stelle tatsächlich schon gewesen sein. Wie gesagt, zum einen eben das Update seitens des Herstellers, zum anderen eben so ein paar Fragen, Anregungen, Kommentare. Ihr dürft natürlich auch dieses Video nutzen, um ganz fleißig Kommentare zu schreiben und euch eben hier am Erfahrungsaustausch zu beteiligen. Das ist tatsächlich interessant und hilfreich, um einfach sich so ein bisschen besseres Gesamtbild zu machen, einfach weil eben noch nicht so ganz klar kommuniziert ist seitens des Herstellers, was hier überhaupt los ist, hilft das ungemein. Ihr dürft natürlich den Kanal auch abonnieren, wenn ihr eben nichts verpassen wollt, um auch hier beim Thema Batteriespeicher auf dem Laufenden zu bleiben. Ich werde hier sicherlich noch weitere Videos machen, wenn es denn etwas zu verkünden gibt und wenn es Neuigkeiten seitens des Herstellers gibt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wiedersehen. Ich freue mich darauf. Bis dahin, bis dann. Ciao.